79, das Jugendzentrum ist ja eigentlich überhaupt der Begründer dieser Hall of Fame seit 1995. Entstanden aus einem Arbeitskreis, der damals ja auch schon der Boris und René mit an Bord hatte und über die politische Schiene dann hier das gelungen ist, überhaupt umzusetzen. Graffiti an sich ist eh sehr vernetzt und man hat eigentlich immer wieder Kontakt, aber man sieht sich natürlich nicht immer. Und es hat schon auch einen großen Reiz, die Szene so oder so einen kleinen Ausschnitt der Szene so auf einem Tag zusammenzubringen, wo sich halt doch alle auch irgendwie kennen und dann wird es auch so ein bisschen ein kleines Familientreffen und das führt dann nur wieder zu mehr Austausch und fördert auch natürlich die Szene. Es gibt schon so ein paar, die man wieder trifft auf jeden Fall natürlich. Es gibt Leute, die halt mehr machen, dementsprechend mehr eingeladen werden und die trifft man schon so über Jahreszeiten hinweg immer wieder mal. Also gibt schon einen Kern definitiv. Es ist eigentlich schon so, dass eigentlich relativ regelmäßig, dass sich so die Wege von einzelnen Leuten oder Gruppierungen halt irgendwie kreuzen. Ich meine, darum geht's natürlich. Also heutzutage im Internet hast du auf jeden Fall einfach optisch eine Menge Einflüsse so, die man zwar mitnimmt, aber persönlicher Austausch und vor allem Interagieren miteinander, also miteinander malen, nicht nur nebeneinander, ist nonplusultra. Da nimmt man mit, da nimmt man auch Motivation von anderen mit so, Inspiration von denen, macht sich Gedanken. Also unabhängig von Visuellem auch ein bisschen Gedankengut austauschen und das bringt einem auf jeden Fall weiter, keine Frage. Inspiration gibt's natürlich immer in irgendeiner Art und Weise, zumal man ja auch Sachen sieht, so, die man selber gar nicht so malen würde oder man hat halt dann doch einen anderen Eindruck gewonnen. Und ich meine, so ein Event ist halt auch immer eine gute Sache. Usually I paint by myself, just me. But if I paint with someone, I can get good influence from them. So I can develop by paint together with someone. No, we got that in dough. No, I'm not a sucker sitting in a house of pain. And no, I'm not the butler. I'll cut ya, head butcher. You say you can't touch. Legal und illegal, ich weiß nicht, es gibt halt Flächen, die sind illegal, finde ich, mit Graffiti aufgewertet, aber es gibt halt auch Spots, so, die muss man nicht unbedingt malen, also die muss man jetzt nicht unbedingt zuknallen, da gibt's, ja weiß nicht, man muss es immer individuell betrachten und es gibt da für mich nicht irgendwie schwarz oder weiß. Illegales Graffiti muss es auf jeden Fall geben und legale Flächen oder legales Graffiti auf jeden Fall auch. Also ich finde das auch ganz toll in Ingolstadt, dass es gelungen ist, auch über diese lange Zeit zu halten, diese Fläche. Und es gibt relativ wenig illegale Sprühaktionen in der Stadt. Und deswegen unterstützt es halt nach wie vor, denke ich mal, auch die Politik, das Kulturamt. Und das ist eine gute Basis. Für mich ist legales Graffiti mittlerweile einfach so ein Qualitätsfaktor. Also ich finde, legales Malen ist halt so, du hast halt irgendwie 8 Stunden Zeit, kannst einen Grill aufbauen, kannst ein Bier dabei trinken, wenn du magst, kannst Musik hören. Das macht's Malen halt viel angenehmer und dementsprechend kommen aus der Sicht gesehen hochwertigere Produktionen raus. Ich meine, ich möchte jetzt nicht irgendwie ein geiles Chrombild an der Leine irgendwie runterwerten, gar keinen Fall. Das hat auch seinen Flair, seinen Boogie, keine Frage. Aber halt Produktionen miteinander sind einfach legal viel geiler, entspannter, machbar und damit am Ende auch produktiver. Und dazu tragen halt die Halls bei. Also ich würde sagen, für die Qualität sind viele Halls auf jeden Fall sehr, sehr fördernd. Mehr gibt's da eigentlich gar nicht zu wissen. Ist ja jetzt mal Outlines ziehen oder was? Das war Outlines. Danke sehr, gern gesehen, Herr. Lavi ist eine Scheißfläche zu malen.